Hey. Porter besucht den Lüscher. Larry nonstop. 100 Stunden hat er durchgetragen, die sich schon hinter sich. Aber das Traurige ist, er muss nochmal 100 Stunden. Darum gehen wir jetzt mal schauen, ob er noch einigermaßen ansprechbar ist. Er hat ein klein geschwächelt. Aber ich glaube, jetzt, wenn das Volk wieder einströmt, wird auch der Larry wieder auf den Damm kommen. Oder? Er kann noch reden. Er lacht, er lebt. So geil. Schon geil, wenn man so einen Weltrekord macht. Dann hat man das Morgen bei Fedu à la Excelsior. Morgen. Morgen, Herr Lüscher. Guten Morgen. Ja, er sieht ganz normal aus. Ja, schon witz. Siehst besser aus als gestern. Ja, meinst du, wahrscheinlich muss da noch schnell rücken. Nicht, dass wir noch etwas falsch machen. Wollen wir ja nicht. Barbara Streisand, Duck Souls. Hey, und? Ich habe gerade eine harte Krise diesen Morgen hinter mir. Und aber jetzt mit den Leuten geht es dir ein bisschen besser, wenn du ein bisschen Betrieb hast, oder nützt du das auch nicht viel? Mama, ist einiges besser. Wenn du in Betrieb bist, geht es eigentlich falls leichter. Nachts sind schwerst am Ganzen. Wenn war das Schlimmste gewesen, so am Wochenende, Samstag zu Abend, oder wenn? Das Schlimmste war, nein. Zu Abend ist nicht schlimm, zu Abend ist noch gut, zu Abend, weil da sind Kollegen noch da und alles und so weiter. Das Schlimmste sind die Nächte ab 3 Uhr bis am Morgen um 9 Uhr. Das ist der Horror. Der grösste Horror war, glaube ich, am. Das war am Donnerstag. Also, nein, am Donnerstag haben wir angefangen. Also auf den Freitag? Am Freitag, Donnerstag auf den Freitag. Also am Freitagmorgen hätte ich fast am Boden gekotzt. Nur, das war nicht normal im Fall, glaube ich. Dort, ich weiß auch nicht, 20 Stunden durchgemacht und dann nur eine Stunde 40 schlafen. Man hätte sich darauf einstellen können, klar, aber ey, das ist schon etwas, was man nicht einfach so sich vorstellen kann. Ganz klar nicht. Hey, schnorri Drogen im Fall. Schnorri Drogen? Nein, nicht eine schnorri Drogen. Nein, Drogen? Es fühlt sich an wie eine Droge, wenn du so lange machst. Ja. Aber was passiert da so? Bist du so ein bisschen benebelt? Oder? Ja, eindeutig. Und das checkst du da? Checkst du noch? Also, wenn du da drauf schaust? Ja, jetzt wieder. Ja. Es gab Situationen, in denen ich nicht mal gewusst habe, einen Knopf, dass ich drücken muss, um das Mikrofon aufzutun. Manchmal ist es so, als wenn man so extrem auf der Fresse ist, dass man auch gar nicht mehr essen mag. Hast du noch mögen? Hast du dich zwingen zum Essen, oder ist das eigentlich... Ja, heute Morgen haben sie mich relativ gut daran erinnert. Immer wieder essen, essen, essen. Trinken. Trinken ist vor allem wichtig. Also ich finde Trinken viel wichtiger als Essen. Weil schlussendlich ist der Kopf, der muss arbeiten, und der braucht mehr Flüssigkeit als Nahrung. Aber jetzt hast du die Hälfte, hast du gemerkt, oder? Ja. In 5 Minuten ist es soweit. So ein Hunderte macht sich schon noch gut, oder? Das Hunderte macht sich gut, sehr gut. Jetzt kommt der Zeitpunkt, wo man die Euphoriefahrt steigen. Jetzt zählst du zurück von jetzt an? Genau, weil jetzt ist das Hunderte auf der anderen Seite und nicht mehr auf der, die wir brauchen. Das ist gut. Hey, warte mal geschwind. 100 Stunden. Ja, geschwind, der Christoph. Das ist Christoph Schöckli. Er ist der Einzige wahrscheinlich von allen hier, der im Lars einigermaßen anfühlen kann. Weil du hast vor wie viele Jahren? 12, 13 Jahre. Hat er selber ist ein Rekordhalter gewesen. Und jetzt kommen wir gleich zu dieser Marke, oder, genau, die du erreicht hast. Genau, also, ich habe den Schweizer Rekord habe ich im Moment noch. Aber er macht mir die ganze Zeit ab am Sender. Also er sagt, ja, nicht mehr lang und ich nehme ihn weg. Und so. Super, das ist eine gute Motivation für ihn. Ja. Entschuldigung, er ist um 3 Uhr am Nachmittag hat er erreicht. Ja, das waren 105 Stunden. Und also so nach deiner Erinnerung, wie geht es mir zu etwa? Ja, einfach zwischen Halluzinationen. Und er hat jetzt vorher auch Sachen erzählt. Hat zum Beispiel morgen um 4 Uhr hat er zu einem Korrespondenten rausgeschaltet, was es gar nicht gibt. Oder hat plötzlich vorher hat er gesagt, also wenn er die Schule fertig machen, dann macht er hier weiter. Dann hat er gesagt, das ist gut, du darfst die Schule fertig machen, weitermachen, kein Problem. Das ist schon so ein bisschen Drogen, endlich, oder? Ja, er hat auch heute Morgen gesagt, es sei wirklich wie auf Drogen. Andere nehmen Drogen, er mich halt den Weltrekord versuchen, oder? Und das gratis. Ja,
Da hat er noch ein Malbüchli, he? Ja, das tut er immer nach dem Schlafen. Tut er hier so 8 Mal, damit er wieder ein bisschen wach wird. Das ist so eine Übung, wo er irgendwie wieder raufholt. Eine Art. Ja. Und dann sehen wir aber, nimmt er da Neocolor und dann fängt er an zu zeichnen. Ja, sieht auch schon ein bisschen richtig halluzinogen aus. Das ja, vorher hat er ein bisschen daneben gezeichnet. Hier. Er war ein bisschen daneben, gewesen, aber es macht nichts. Er hat hier die roten Kreisel. Ja. Wann hat er eigentlich das letzte Mal geschlafen? Das letzte Mal geschlafen hat er um 8:30 Uhr. 8:30 Uhr ist er geschlafen, 10 Minuten. Also ich habe 12 Minuten schlafen. Und wie ist er nach dem Aufwecken? Ja, nach dem Aufwecken ist natürlich immer ganz kaputt, so wie wir manchmal schon, oder? Wenn wir im falschen Moment aufwachen. Und dann geht es immer 15 Minuten, oder 14 Stunden sogar, bis er wieder ein bisschen auf. Aber wir mussten dann noch rauchen müssen mit ihm. Und dann ist wieder richtig gut gewesen. Jetzt hat er zwei Nikotinschübe gehabt. Und jetzt ist wieder gut zu. Plötzlich hat er wieder geblabbert am Mikrofon. Auf einmal ist wieder wunderbar. Man traut sich ja fast nicht zu sagen, aber das Nikotin ist nämlich gar nicht so dumm, teilweise. Ja, das denken wir im Moment auch. Es hat auch der Ernährungscoach gesagt, ja, nicht aufhören rauchen, einfach weitermachen, weil das gibt so ein bisschen Schub, wenn sich das Körper gewöhnt ist. Und wir haben im Notfall auch noch so Nikotin-Hüppen, konzentrierte Dings, auch von seinem Coach bekommen. Im Notfall könnten wir ihm die noch, dann würde es dann wieder aufklepfen, oder? Super, ja, dann warten wir mal ab bis am Nachmittag um 3 Uhr. Ja, jetzt, in ein paar Minuten ist eben, sind 100 Stunden erreicht, oder? Das ist natürlich grossartig. Ich gehe schnell fotografieren. Oder willst Celebration. Zur Uhr? Wollt ihr mitkommen zur Uhr? Jo, komm, Adi. Radio Inside. 200 Stunden moderieren. Am Stock. Wow.